Hallo, mein Name ist Tor Alexander und ich berate Menschen in Geldangelegenheiten, wie sie mehr aus ihrem Geld machen können und wie sie ihr Geld in Sicherheit bringen können. In einem der letzten Videos, und zwar konkret im Video Nummer 23, hatte ich dir zur Hausaufgabe aufgegeben, darüber nachzudenken, wie sieht die Geldpolitik bei Gold aus? So, und hier in diesem Video möchte ich darauf die Antwort geben. Die Geldpolitik beim Gold hat als erstes Element die Geldmengensteuerung. Und da gibt es, wie im letzten Video erwähnt, die Stock-to-Flow-Ratio. Das heißt, die jährliche Erweiterung der Goldmenge hängt natürlich vom Goldpreis ab, aber sie ist relativ konstant, da Gold ein rares Metall ist. Das heißt, auch wenn der Goldpreis steigt, wird zwar ein bisschen mehr gefördert, aber das ist im Vergleich zum vorhandenen Gold relativ gering. Wie gesagt, die aktuelle Fördermenge bei Gold liegt rund bei 1500 Tonnen im Jahr. Und würde man alles geförderte Gold in einen Würfel einschmelzen, so hätte dieser eine Kantenlänge von 22 Metern. Das erwähnte ich ja auch bereits im letzten Video. Also das, was dazu kommt, ist dann relativ wenig und somit hat das neue Gold wenig verwässernden Einfluss auf den Goldpreis. Das zweite Element einer Geldpolitik sind die Zinsen. Und da es auf Gold aber keine Zinsen gibt, auch nicht zwangsweise, entfällt dieses Element der Geldsteuerung. Das heißt eigentlich, bei Gold sieht die Geldpolitik relativ starr aus. Es gibt keine Zinsen und das neu hinzukommende Gold ist überschaubar und mehr oder weniger vorhersehbar. So, das war's von mir. Ich bin Tor Alexander. Wenn du Fragen hast zu Geld, zu Geldanlagen, wenn du sichere Geldanlagen suchst oder wenn du Geldanlagen auch mit Rendite suchst, dann kontaktiere mich auf Telegram. Meine Kontaktdaten findest du hier oder auch im Beschreibungstext. Bis zum nächsten Video. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.